Herzlich willkommen hier bei mir zu Hause in Bali, nebenan von unserem Seminarzentrum, wo wir zum ersten Mal wieder, nein, schon zum zweiten Mal dieses Jahr eine Gruppe haben. Gott sei Dank. Wenn du meinen Newsletter, den ich gerade zu Anfang April verschickt habe, letztes Wochenende noch nicht dir angehört hast, würde ich ihn dir empfehlen. Ich nehme den Link mit unten rein. Ich habe so viel Gutes davon gehört. Und ich hoffe dadurch natürlich immer Inspirationen zu geben, zum Beispiel zum Thema, wie lebe ich in diesen Krisenzeiten mit Vision? Und was ich natürlich vielen Menschen voraus habe, dass ich diese ganze Arbeit schon seit 40 Jahren mache. Ich habe mit 10 Jahren schon, nein, ich bin 60, das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe mit 10 Jahren schon angefangen, mich zu fragen, wie kommt es, dass das, was ich mir denke, Wirkung auf das Universum hat? Und ich hatte festgestellt, dass ich immer genau das bekam, was ich nicht wollte. Wie du vielleicht aus meinen Büchern gelesen hast, habe ich Experimente gemacht. Und ich erkannte das immer, wenn ich gesagt habe, nein, das nun überhaupt nicht und das nun gar nicht. Genau das bekam ich. Und als ich dann das Buch der Erleuchtung, ist es egal, wie man sie erlangt, gelesen hatte, wo drin stand auch, dass man genau das, was man, wem man, dem man oder was man widersteht oder wie, was einem widerstrebt, wo man gegen Energie einsetzt, dass man genau das bekommt, um es lieben lernen zu können. Und man sich den grundsätzlichen Satz fragen kann, kann ich dieses Lieben lernen? Und wenn man das mit Ja beantworten kann, dann ist man frei von der Situation. Da habe ich erkannt, dass es nicht so sehr darum geht, Dinge mit nicht, ich will nicht zu manifestieren, sondern dass man die Dinge, wo man große Aufmerksamkeit hinschenkte und große Gefühle für einsetzte, dass man die bekam. Also das Universum reagiert auf unsere Gedanken. Und ich habe so viele Experimente gemacht, dass ich jetzt selbst in dieser Krisenzeit mir denke, also es ist alles nur eine Frage von für sich jetzt klar werden, was möchte ich wirklich. Und dann natürlich gucken, wie reagiert die äußere Welt und wie klar verwirklichen sich meine Wünsche, Hoffnungen und Gedanken auch in der äußeren Welt, wie lange fassen sie Fuß oder wie komme ich durch diese Welt hindurch mit der Vision, die ich für mich selber habe, eine positive Vision, in der ich zumindest die Erfüllung erlebe, die ich mir vorstelle. Jeder hat sich auf dieser großen Weltkugel seinen eigenen Sandkasten basteln dürfen und sucht sich auch seine Gruppierung an Menschen aus. So, um jetzt aber in diesen Krisenzeiten auch wirklich am Ball zu bleiben, biete ich jetzt diese kommende Woche am 17. April anfangend eine begleitende Gruppe zum Studienkurs Leben aus der Vision. Das ist ein Online-Selbststudienkurs, den du für dich zu Hause machst, 3 Stunden circa in der Woche und jeden Tag mit der morgendlichen Audioübung circa nochmal 12 Minuten und abends nochmal circa 12 Minuten. So, und damit kommst du innerhalb von 40 Tagen wirklich in eine positive Gedankenhaltung. Du arbeitest an Visionssetzung, an Problemverarbeitung, an Erfolg vor Erlebensfähigkeiten, was deine Lebensaufgabe ist und wie deine höhere Vision deines Selbst ist für diesen nächsten Abschnitt deines Lebens. Und um am Ball zu bleiben, rate ich jedem, der den Kurs schon gemacht hat, immer an, den wieder zu wiederholen. Und dazu biete ich jetzt, für die, die den zum ersten Mal machen, wie auch die, die den Kurs wiederholen, eine wöchentliche Begleitung an. Denn wenn du bist wie ich, dann lernst du vielleicht einfacher, wenn es einen gewissen Anlass gibt, um etwas zu lernen. Um nicht zu sagen Druck. Also ich lerne weitaus besser, wenn ich für einen Lehrer, mit einem Lehrer zusammenarbeite, als wenn ich ganz Mutterseelen alleine für mich arbeite, wenn es eine größere Aufgabe ist. Also ein Lehrer gibt mir mehr Anreiz, als wenn ich ganz für mich alleine arbeite. Aber das kostet ja auch meistens mehr. Ich unterrichte dich gerne one-on-one im Kurs Leben aus der Vision. Das können wir gerne organisieren. Pro Stunde sind das $130, 115 Euro. Nicht die Welt, aber immerhin für Normalsterbliche auch ein Stückchen Geld. Und wenn du möchtest, mache ich das mit dir für 3 Stunden die Woche. Aber wenn du Geld sparen möchtest und dennoch in den Genuss kommen möchtest, mit einer Gruppe zusammenzuarbeiten, dann biete ich den Begleitkurs an. Einmal in der Woche für 90 Minuten wird es meistens werden, dass wir uns treffen. Und das kostet dich dann nur 24 Euro. Wir machen das über 6 Treffen hinweg. Wir treffen uns am ersten Anfang, also
zum ersten Teil der ersten Woche, dann machen wir das für die 5 Wochen durch. Und der abschließende Teil von der 5. Woche, die 6. Woche, treffen wir uns zum Revisionshalten und Erfolg feiern zusammen. So, einmal in der Woche treffen wir uns als Gruppe mit einer kleinen Gruppe. Ich nehme maximal 12 Teilnehmer. Und du kommst in den Genuss von einem super guten Preis. In der Gruppe tauschen wir uns aus. Wir machen Fantasiereisen. Wir vertiefen die Übungen aus dem Kurs. Du arbeitest für dich alleine den Kurs auch noch durch. Setzt dir deine Ziele, machst die Übungen, hast aber die Chance auch zu fragen. Also ich vertiefe die ganzen, ich weiß ja, wo die Schwierigkeiten liegen, und frage auch nach, wie das und das alles von dir gemanagt worden ist. Und du teilst deine Entfaltung, deinen Entfaltungsweg mit und tauscht dich auch mit den bis maximal 12 Teilnehmern aus, wie wir die Innenwelt erleben, welche Fortschritte du für dich erlebt hast, und vertiefen auch die Methoden, wie zum Beispiel von Problemen lernen. In einer Krisenzeit, wie wir sie gerade im Moment erleben, wo man im Lockdown ist, wo man vielleicht das Gefühl hat, man wird wie ein Mönch in einem Kloster verdammt, da kann man doch freiwillig diese Zeit nach innen gehend freiwillig machen. Im Sommer werden sehr wahrscheinlich vieles wieder aufmachen und dann wirst du vielleicht gewünscht haben, dass du dir Zeit genommen hättest, in der Zeit, wo es jetzt noch uselig draußen ist, sich für dich nach innen zu bewegen, um zu erkennen, was in deiner Innenwelt ist, was du in deinem Herzen trägst, und deine Seelenkraft vertiefen. Ich sage dir jedes Mal, wenn ich nur absacke, hängt das nur damit zusammen, dass ich nicht mich ganz intensiv nach innen aufgemacht habe. Also selbst wenn ich krank werde oder wenn ich schlecht drauf bin oder aggressiv werde, dann hat das was mit meinem Schwingungsabfall zu tun. Und das Einzige, was ich machen muss, ist mich wieder anheben, meine Übungen machen, intensiv nach innen gehen. Ich habe ein Buddy-System zum Beispiel mit Amorea, von dem ich in meinem Buch Frei wie ein Delfin geschrieben habe, wo wir jeden Tag uns innerlich treffen und miteinander meditieren. Auch das mache ich mit einigen Menschen in 15 Minuten Abständen. Also wir, anstatt eine Stunde mit mir zu buchen, bucht man eine Stunde, aber die kann man über 4 Treffen austeilen. Wir treffen uns für 15 Minuten. Naja, das sind dann meistens 20 Minuten, weil wir uns noch schreiben. Drei solche Treffen anstatt 115 Euro für ein Treffen sind das dann 3 Treffen, wo du regelmäßig mit mir meditierst und wo ich mit dir mich innerlich treffe und wo wir innerlich nach oben gehen. Das kann man online machen. Wir können also beide gleichzeitig auf WhatsApp sein und uns dann besprechen oder auch in Stille, je nachdem, was dir dann besser passt. Das ist wunderbar, um sich zu entfalten. Ich habe das mit Paaren gemacht, mit Einzelpersonen. Ich mache es natürlich auch in Gruppen und wenn du magst, begleite uns in der Monats-Meditationsgruppe, die einmal im Monat sich am ersten Sonntag trifft. Ich hoffe, du nimmst dir auch noch die Zeit, den Newsletter dir anzuschauen, falls du das noch nicht getan hast. Und wenn du möchtest, entdecke jetzt Zeit für dich, nach innen zu gehen, deine Ziele, und entfalte deine geistige Kraft. Das ist das Einzige, was du ins nächste Leben mitnehmen kannst. Und wenn du diese Kraft feilst und pflegst, wirst du sehen, wie hier auf Erden sich die Dinge wie von alleine entfalten. Kreative Gedanken kommen, Ideen, was du machen kannst, und du kannst die inneren Welten bitten, dir zu helfen. Das lernen wir im Kurs Leben aus der Vision, wie wir diese unsichtbaren geistigen Helfer, die Ratgeber, dazu bitten, uns in bestimmten Projekten zu unterstützen, und wir dann Fortschritte sehen, wo wir vorher das Gefühl hatten, wir sind hier alleine auf der Welt, haben wir jetzt ein Team zur Seite, was echt für uns und mit uns arbeitet. Sie warten bloß darauf, dass wir fragen. Also komm, mach mit. Für 24 Euro pro Treffen mal 6 sind 145 Euro. Trag dich ein. Hier unten ist der Link, wo du dann dich einträgst. Eine Woche haben wir noch Zeit, dass du dir das überlegst. Wenn du den Kurs Leben aus der Vision noch nicht hast, kannst du den auch bestellen. Ich gebe dazu auch weiter unten den Link noch an. Und ich hoffe, dich auf einem meiner Angebote zu sehen, um dich zu unterstützen. Viele mache ich für so spottgünstige Preise, 10 Euro im Monat, um am Ball zu bleiben. Du bekommst zum Beispiel im Jahreskurs die App zum täglichen Meditieren, tägliche Inspirationen im Online-Kurs zum Durchlesen mit Fragen für dich, Antworten, Ideen
und Inspirationstexten. Wirklich für 10 Euro. Es ist eigentlich bloß, damit jemand mal irgendwas bezahlt. Ich unterstütze dich damit super gerne. Bleib am Ball und entwickel deine innere Kraft. Ich freue mich, dich zu sehen und mit dir arbeiten zu können. Und auf das nächste Mal, wo ich auch noch vorhabe, ein Seminar nachzumachen, wo wir mit 4 Stunden am Tag uns treffen in einer Gruppe bis zu 30 Teilnehmern. Namaste, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt muss ich bloß noch den Stopp-Klink drücken. Ciao.